Hi ho Leute und willkommen zurück bei Dishonored. Letztes Mal wurden wir von Daud, der dreckigen Sau, zum Sterben zurückgelassen. Und jetzt möchte ich gerne zu meiner Ausrüstung zurück. Deswegen springen wir hier mal ins Wasser. Hoffen, dass nicht allzu viele Fische auftauchen. Wir bewegen uns dann mal hier hin, denn im überschwemmten Bezirk werden wir sicherlich zwangsläufig immer wieder durch Wasser durch müssen. So, da gibt es zum Teil Bretter. Das ist prinzipiell immer besser, denn das ermöglicht es mir, weiterhin meine Fähigkeiten zu nutzen, ohne die ganze Zeit von Fischen gefressen zu werden. Da habe ich nämlich gar nicht drauf geachtet. Hey, das ist intelligent. Da könnte man hoch. Wie hoch will ich denn? Oh, ich sollte vielleicht erstmal schauen. Da oben ist ein Artefakt. Das heißt, ich will wahrscheinlich sogar oben rum. Also machen wir uns davon auf den Weg und schauen wir mal. Kommt da ein Toter hin? Den hab nicht ich getötet. Das sind zwei Tote. Oha, dann haben wir erstmal wieder eine Waffe. Den Armbrustbolzen. Dann ist die Frage, ob wir eine Armbrust haben. Nein, wir haben noch keine Armbrust. Nur die Bolzen. Schade, da. Ich werde also wohl wieder runter müssen, um... Was ist hier? Außer Ratten. Nichts, was ich so toppen möchte. Gehen wir mal wieder dahin. So, den schnellen Weg runter. Was zum... Was ist das denn? Was war das denn komisches? Und was ist das denn? Oh, scheiße. Jetzt weiß ich, was das war. Da ist meine Ausrüstung. Warte. Na toll. Ich habe noch eine Kugel. Kaum einen Effekt gehabt. Na toll. Haben wir hier ein bisschen Deckung, da können wir währenddessen regenerieren. Muss ich hinter mir bauen. Und rennt natürlich einfach nur weiter hinter das Ding hier. So. Da ist das, wo ist die. Der ist da oben. Oh, 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 oh. Das wird knifflig. Das wird knifflig. Ja, komm, Junge, ich will hier wieder ran. Gibst du mir wohl eine Position, dass ich da irgendwie hochkomme? Nein, tust du nicht. Das ist natürlich frech. Komme ich da irgendwie rüber? Nein. Ja, dich kann ich nicht umbringen, weil dann fliege ich auch auf. Aber ich muss irgendwie da hoch. Weiter. Ich will da rum. Hallo, meine Kleinen. Oder verratet mich nicht, das wäre super praktisch. Ich vernichte auch die Reste eurer toten Freunde, die hier gebraten wurden, damit ihr euch nicht mit denen rumärgern müsst. Hebt sich hier keiner. Das ist ja komisch. Aber ich kann mir ein bisschen Zeit nehmen und vorsichtig darüber. Eher zur Kante hin, bevor da wieder etwas ist. Knochenartefakt gefunden. 1 von 8, die wir hier insgesamt noch finden können. Aha. Das Adrenalin-Depth abdeckt. Ja, das kann mir egal sein. Das nutze ich ja sowieso nicht. Du wohnst Tagebuch. Alle suchten nach der Schuld, für die sie euch schieben können. Während das Wasser Tag für Tag weiter stieg, nach und nach mussten die Ladenbesitzer ihre Geschäfte, die im knöchelhohen Brackwasser überlassen, und sie bis zurück in die Trash Street wimmeln. Was? Bis zu... Aha. Unter die der Ringe aus dem Ort verloren wurde, das Rad auch fort.
Vorteile, ja. Das hier musste ich noch niemand umbringen. Ich hoffe, das kann ich beibehalten. Dann komme ich hier oben drauf. Das hilft mir wahrscheinlich hinterher nochmal. Aber erstmal muss ich wieder darüber. Wegen meiner Ausrüstung. Nein, das bringt mir nichts, da drauf zu kommen, oder? Nee, aber es könnte mir was bringen, davon einen einzuwerfen und zu sagen, ich will zu der Ratte. Denn da vorne sind eh wieder Weiner, den ich vorbei möchte. Garrus Raffinerie, ja. Ja. Was auch immer da auf mich wartet. Knochenartefakt, Rune. Ziel, okay. Merken wir uns mal, hoffentlich kriegen wir davon noch was. Auf jeden Fall zuerst die Ausrüstung, oder? Ja, doch. Macht mehr Sinn, sonst kriegen wir die hinterher nicht mehr. Jetzt kann man ein bisschen was sehen. Jetzt muss ich nochmal zu gucken. Da ist einer. Da ist die Ausrüstung. Da ist die Ruhe. Okay, das heißt, wahrscheinlich möchte ich hier ein bisschen über die Dächer, ne? So komme ich hier sogar nur mit Springen hoch, ohne dafür irgendwie was ausgeben zu müssen. So. Ruhe ist eine da hinten. Fakt ist da. Das heißt, das sind diese Schmutzdinger. Au, das ist nicht so cool gelaufen. Was ist das denn, lila leuchtendes? Gut, kann ich nichts mitmachen, soll mir also erstmal egal bleiben. Die ist da und wo direkt hier drunter sind die Spucker, ne? Ja. So, wo ist die Hunde? Da ist die Hunde nicht weit von mir entfernt. Sehr gut, ich dachte, ich muss dafür direkt da hinten ins Wasser. Aber so geht das ja sogar. Wollen wir mal wieder hier hin. Da komme ich nicht ganz hin. Ah, geschafft. Mit einem radikalen Vorstoß sind wir fix dahin gekommen. Sehr schön. Jetzt die Frage, da ist das Knochenvater. Knochenartefakt und da muss ich hoch. Jetzt würde ich aber auch gerne noch schauen, was hier noch so ist. Brief von Stew. Hey Stew. Oh, an Stew. Ich erkläre dir, was wir vorhaben. In der Gravers Raffinerie gibt es noch immer Behälter mit behandeltem Walöl drin. Finde ich übrigens auch sehr cool, dass die hier Walöl verwenden als Antrieb für alles, als quasi Stromquelle, die bisher keiner angehört hat. Es sammeln einfach ein paar dieser Tanks zusammen, benutzen die Pumpen von der Station, um sie wieder aufzufüllen. Das Wasser steht hoch genug, dass wir ein Boot problemlos rein und rausziehen können. Aber geh auf keinen Fall allein. Dort wird es nur von Flusskriechern. Die vier sind verdammt zäh. Oh ja. Wie ich gerade mal wieder feststelle. Da müsste ich Tank befüllen. Das brauche ich eigentlich gar nicht erstmal, oder? Ich wusste das nicht, wofür. Weil ich gerne mal hier reinschauen möchte, was es hier noch so gibt. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was Geld gibt. Hier haben die ihre Masken. Kann man da durch? Nein, schade. Ah, das hätte man wahrscheinlich erstmal Sicherheitshinweis auf. Lassen Sie die Treppe immer in der oberen Position, außer bei Schichtwechsel oder im Notfall.
Nicht einer kommt zu Schäden von Ausrüstung oder zu Verlust von Menschenleben vor. Bei Notfall wird die Hauptstromzufuhr abgeschaltet. Verwenden Sie die Reserve zu Ihrer Rechten, um die Steine im Strom zu versorgen. Aha. Also muss ich doch nochmal runter so ein Ding befüllen. Schön. Und einmal voll machen, bitte. Dann haben wir hier einen vollen Tank Wal und ich finde das Zeug voll freaky irgendwie. Aber eine echt coole Idee. So, und dann... können wir hier eine Treppe verwenden. Währenddessen müssen wir mal gucken, wo das Knochenartefakt ist, auf welcher Höhe und wo das ist. Ja, und dann... Ich will ab und zu noch ein bisschen den Slide-Effekt verwenden, auch wenn ich nicht weiß, ob das auf so einer Treppe so intelligent ist. Das wäre also schon wieder weiter unten. Das heißt, da werde ich wohl irgendwie in dieses Ding rein müssen. Ich dachte schon, das segelt jetzt unter mir runter. Haben die mir eigentlich... Ja, die haben mir meine Knochenartefakte gelassen. Das habe ich ja gerade schon gesehen. Das wäre auch irgendwie ein bisschen frech vom Spiel, wenn sie die wieder wegnehmen würde. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wahrscheinlich muss ich hier weiter, ne? Sieht auf jeden Fall gut aus. Und wo hier musste dann auch das... Ah, sieht vielleicht auch doch nicht so gut aus. Ist nur ein bisschen Geld. Und das Knochenartefakt bin ich schon wieder zu doof zu sehen. Ja, das ist unter mir von der Richtung her. Aha, also wirklich unter mir. Dann hätte ich wahrscheinlich... Hätte ich das aber hier eigentlich sehen müssen, oder? Ein weiteres Aberschnitt ist, das wir hatten, sonst würde es hier oben stehen. Schade. Die Rune hatten wir auch schon, dann können wir wieder, doch wieder hoch. Gut, dass ich da nochmal geguckt habe. Wir müssen mal sehen, wo wir hier lang müssen. Aber ich denke mal dann eher da. Darum kommt der Zug. Was zur Hölle? Schwer zu sagen. Beobachten wir die Straßen. Wir sehen ihn von den Dächern. Gut. Sonst schneiden wir ihm am Markt den Weg ab. Ohne den Schlüssel kommt er nicht durch den Bahnhof. Er ist gerissen. Er wird den Weg finden. Es führt durch den Bahnhof von Natscha. Die Tür ist da verschlossen, ja. Und ihr seid verschwunden? Um mir aufzulauern. Na dann. Wollen wir doch mal schauen, ob hier welche ist. Nämlich keiner mehr. Sehr gut. Na, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Achso, das ist ein Weg in die Raffinerie erstmal nur. Das heißt, es beschafft eine Ausrüstung. Und da muss ich wieder ganz runter. Na, super. Aber wenigstens finde ich hier ein bisschen Zeug. Das ist ein Buch. Über die Waljagd. Lieder der Harpuniere. Das ist so spannend, ehrlich gesagt. Grievous Walhaus. Aha, will ich jetzt auch nicht extra alles lesen. Könnt ihr euch durchlesen. Ich bin wahrscheinlich eh schon den Gedanken, das später nochmal zu spielen. Und mir dann nochmal was alles nur durchzulesen. Aber wenn ich das jetzt alles lese, dann verbringen wir so viel Zeit damit. Das geht ja auch nicht. Da könnte man Energie reintun. Da, Notiz eines Vorarbeiters der Raffinerie. Sagen Sie Ihrem Schichtleiter, er soll jede Schicht jemanden für die Wartung abstellen. Die Leitungen fallen hier oben ziemlich oft aus. Erlauben Sie uns wenigstens zur Sicherheit, einen Walölkanister im Reservelager bei der Brücke aufzubewahren. Um sicherzustellen, dass keine Probleme bei der Energieversorgung auftreten.
Wir sind die Grievous Company, verdammt nochmal. Da sollte es möglich sein, einen zusätzlichen unserer Öltanks zur Verfügung zu stellen. Ohne Energie bleibt die Brücke oben. Solange die Brücke oben bleibt, können wir nicht an der die Raffineriemine. Ohne Zugang zur Raffinerie können wir unsere Arbeit nicht machen. Das heißt, hier geht gerade nichts. Die haben hier noch ein bisschen Zeug drin und man meint ja gerade, wow, hey, oben im Turm soll eine Wartung sein. Das heißt, ich muss in diesen dummen Turm reinkommen. So wie oder was? Oder in den Turm da oben, aber da wüsste ich auch noch nicht, wie ich da hochkomme. Auf jeden Fall ist das, ach, das ist die Brücke, die dann oben bleibt, ja. Das ist die Brücke, die dann wohl oben bleibt. Und was dahinter ist, ist wahrscheinlich gerade alles zu, da wären die nötigen Kanister. Also das ist die Anzeige zum Raumquartier. Ja, wie komme ich da denn wohl hoch? Gibt es hier nicht irgendwo, als wäre das der Wartungsturm, da müsste es ja auch einen Weg da drauf geben, oder nicht? Irgendwie sieht man hier ziemlich krass den Schnitt der Lichtkante, was ein bisschen fies ist. Vielleicht kann ich ja nee, da komme ich nicht hoch. Jetzt gehe ich aber hier von der Kante weg. Wie soll ich das denn tun? Da gibt es eine Kette. Vielleicht schaffe ich es ja, die irgendwie zu fassen zu bekommen. Damit das funktioniert. Müsste dich wahrscheinlich bewegen. Und ich helfe mich hier auch nicht weiter. Und wenn ich hier noch höher klettere, komme ich da wahrscheinlich auch nicht näher dran. Oh, das hat funktioniert. Das dachte ich, geht gar nicht. Okay. Ja, nein, ich will ja noch gar nicht hoch. Ich will ja eigentlich erstmal irgendwie auch kommen. Ob ich da irgendwie dran kann, irgendwo. Okay, wir kommen immerhin hier drauf. Schon mal. Hilft mir aber nicht, da hinzukommen, oder? Hm, nicht wirklich. Jetzt geht's wieder runter, na toll. Wie soll ich da bitte schon hochkommen? Hä? Bin ich jetzt irgendwie doof oder so? Kann man hier einfach vorbei? Habe ich etwas noch nicht gesehen? Muss ich ja eigentlich quasi, sonst kann das ja gar nicht funktionieren. Ja, Tank erforderlich, ja. Und kann ich da nicht irgendwo? Ah, das kann ich. Sehr schön. Da bin ich durchgekommen. Das ist natürlich praktisch. So, da haben wir noch Geld. Und hier haben wir einen Haufen leerer Tanks. Gehen wir hier mal wieder drüber. Ich dachte, ich müsste auf das Ding da drauf. Okay, also. Kann ich mir das ja hier rüber lösen? Ja, passiert da jetzt was? Ah, jetzt passiert da was. Sehr schön. Man hört schon wieder irgendwelche Heuler oder so. Super bemerkt worden. Kann ich das nicht irgendwie... Nee, ich, ganz ehrlich, das möchte ich laden. Ich meine, wir sind bisher noch gar nicht bemerkt worden. Da muss es ja einen Weg geben, es auch beizubehalten. Indem ich anstatt dahin zu springen, erstmal dahin auf die Seite, wobei das auch einer ist, hilft mir also auch nicht so viel. Aber vielleicht etwas. Weil, wie Sektion? Ich glaube, das hatten wir schon. Nein, ich jetzt so finde das jetzt super. Hier gerne nicht verrecken. Danke. Sondern das so machen, dass ich in die Kette komme. Aber das hat wohl nicht geklappt.
ich jetzt wieder... Ach, ich habe hier zwischendurch nicht gespeichert. Das war natürlich nicht so intelligent. Ich sollte vielleicht dazu sehen, dass ich mich an ein paar von denen irgendwie ranschleiche, um die loszuwerden, weil das sind dort eindeutig zu viele, um das zu schaffen. Wenn ich das alles auf 1 mache. Super, der hat mich gleich entdeckt. Das geht hier schon mal wieder gut los. Schade, dass man keinen Fallen hier runter, gemütlich runterskillert. Das fand ich bei Deus Ex so cool, wie dann hier mal die Blitze kamen. Das hatte doch was. Schade, dass das hier nicht geht. Na gut, wir können das nochmal lesen und für die Notiz, aber das war's dann, glaube ich, auch. Versuchen wir erstmal dich zu schnappen. Den kriege ich nicht von hinten, außer... Aha, Idee. Ich könnte es mit Teleportieren versuchen. Dafür haben wir sowas, ja? Ja, der ist ja mehr oder weniger geschützt. Aber... Er macht gerade den Fehler, sich zur anderen Seite zu bewegen. Da hat Gott deine Ratte mir. Ah, die sind zumindest auch noch so. Dass wir nur noch einen Weg finden, da unten heile reinzukommen. Aber das machen wir nicht mehr heute. Da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, Leute. Bis dann und macht's gut.